Radio for Kickers Würzburg. Kickers. 90 Minuten, ein Leben lang. Der FC Würzburger Kickers gegen den SV Seligenporten entstand 3:2. Hier die Stimmen der Trainer. Herr Wittberg, 3:2 in Würzburg verloren nach guten ersten 10 Minuten. Da haben Sie das Spiel klar dominiert. Wie kam es zum Bruch im Spiel Ihrer Mannschaft? Ja, wenn man das jetzt so schnell wüsste, dann wäre das leicht. Ich habe reagiert dann nach der Halbzeit mit Auswechslungen. Ich meine, wir haben einige Probleme, das wissen wir, aber dann kann man sich nicht so gehen lassen in bestimmten Szenen, wie das meine Mannschaft in der ersten Halbzeit nach einer Viertelstunde vielleicht getan hat. Da hätten wir schon führen können, aber dann haben wir solche krassen Fehler gemacht. Der Gegner ist immer besser durch aggressives, gutes Sturmspiel ins Spiel gekommen und dann haben wir schon vorher Glück gehabt. Diese Strafstoßszene, die war vielleicht genauso umstritten wie unser zweiter Strafstoß. Na, also da brauchen wir nicht lange lamentieren. Bloß wenn man dann 20 Minuten vor Schluss endlich so spielt, wie ich mir das vorstelle, dann muss man halt, wenn man solche Chancen hat, die muss man halt reinbringen. Waren 200%ig dabei. Einmal muss der Stolz auf dem völlig freistehenden Rosinger spielen, der kann ins leere Tor laufen und das andere Mal muss der Rosinger den Ball erwischen. Also ein klasse Mann muss den erwischen, dann heißt es trotzdem noch 3:3. Ob verdient oder nicht, das zählt halt nicht, aber dass bei uns das ganze Mannschaftsgefüge zurzeit nicht so stimmt, wie ich mir das vorstelle, das sieht man, bloß die Alternativen fehlen da völlig bei meinem kleinen Kader. Der SV Seligenporten ist eine bekannt spielstarke Mannschaft. Inwiefern war denn vielleicht das schwierige Geläuf ausschlaggebend, dass der SV Seligenporten nicht sein gewohntes Kombinationsspiel aufziehen konnte? Ich meine, das mag sein, aber das wäre eine billige Ausrede. Wir haben gewusst vor dem Spiel, was hier auf uns zukommt. Wir haben auch gewusst, dass der Gegner eine starke, besonders körperliche, starke Offensive hat. Aber wenn ich bloß sehe, was der Biber alleine gelaufen ist und was meine Offensiven gelaufen sind, dann ist da der Unterschied gelegen. Die Würzburger Kickers hätten kurz vor der Halbzeit, haben sie 2-3 große Chancen gehabt, das Spiel schon mehr oder weniger entscheiden können, hätte 4-1 stehen können. Die Mannschaft aber von ihnen ist nochmal zurückgekommen. Also der Wille doch, was mitzunehmen, war schon da. Ja, aber zu spät normalerweise. Das hätte zwar noch reichen können, aber wenn man 3-1 hinten ist und auch verdient zurück lag, dann glaube ich, dann hat man was verkehrt gemacht. Selbst gegen einen durchaus starken Gegner. Und der Gegner hat auf Abseits gespielt, da gibt es so viele Möglichkeiten. Die haben wir in der ersten Phase zwar rausgespielt, aber nicht genützt, aber dann völlig den Gegner freie Hand gelassen. Auch hat unsere Abwehr in einigen Szenen, besonders beim zweiten Tor, geschlafen. Die Offensive der Würzburger hat antizipiert und unsere Abwehr nicht. Das ist der entscheidende Unterschied gewesen. Herr Wittberg, ich danke mich für das freundliche Gespräch, wünsche Ihnen eine gute Nachhausefahrt und noch alles Gute für die Saison. Danke. Neben mir steht jetzt gerade der Trainer der Würzburger Kickers, Dieter Wirsching. Dieter, 3:2 gegen Seligenporten gewonnen, gegen Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern. Wichtiger Sieg für die Kickers und auch verdient, oder? Wichtig und auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war echt richtig klasse. Die Jungs haben sich wiedergefunden, wir haben sehr intensiv die Woche das Rheinspiel aufgearbeitet und wir haben aus dem Spiel heraus ganz wenige Torchancen zugelassen, haben uns sehr, sehr viele gute Torchancen herausgespielt. Leider Gottes, für mich zumindest leider nicht früher den Bunch gesetzt und haben dann zwei ganz kuriose Elfmeter begegen uns bekommen, wo das Spiel bei Stand 3:1 und Gegner eigentlich überhaupt keinen Zugriff mehr zur Partie hatte. Plötzlich wurde das Spiel nochmal spannend gemacht seitens des Schiedsrichters. Aber ich bin sehr froh, das ist ein wichtiger Erfolg für uns und haben jetzt 33 Punkte. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch spielen können gegen die Clubamateure. Aber wenn nicht, glaube ich, sind wir jetzt Neunter, wenn ich das richtig merke, und sind nach vorne geklettert und haben heute ein gutes Spiel gemacht und haben, denke ich, unseren Tabellenzweiten in der Regionalliga Bayern schon auch deutlich dominiert. Im Unterschied zu den letzten Spielen, Dieter, haben wir heute unsere erste richtige Torchance gleich verwertet.
So kann es häufiger gehen, oder? Ja, na klar. Aber dann im Nachgang haben wir nicht den Knockout gesucht. Es ist aber in der Tat richtig und wichtig für eine Mannschaft, gerade jetzt, wo man so viel taktisch auch so stabil steht und die Gegner auch sich taktisch entwickeln, in Führung zu gehen. Es war ein toller Angriff vorbei. Es war nicht die allererste, wenn ich mich erinnere, hat der Niki Wirsching noch eine Riesenchance, wo wir schon durchgesteckt haben. Und die Jungs haben so die Chancen rausgespielt, wie wir es auch die Woche trainiert haben, wie wir auch vorher besprochen haben. Und das ist natürlich, macht es auch ein Trainerteam natürlich stolz, wenn die Jungs das so bravourös umsetzen, wie wir eigentlich uns den Matchplan zurechtgelegt haben. Und ich bin echt richtig stolz auf die Jungs. Scheinbar brauchen wir diesen Druck permanent von hinten. Und das hatten wir jetzt gegen Memmingen, das hatten wir hier gegen Augsburg und das hatten wir jetzt auch wieder heute gegen Seligenporten. Und das ist schon auch eine klasse Leistung der Mannschaft, in Stresssituationen eben auch ihre beste Leistung abzurufen. Richtig, Dieter. Also für mich war heute der Eindruck, dass die Jungs extrem wollten. Das hatten auch an den intensiven Zweikämpfen gesehen. Für mich herauszuheben, mal der Andi Bauer, wie er gerade über die Grasnarbe fliegt beim Kopfball, oder auch der Christopher Bieber, wie er sich dem Torhüter entgegenschmeißt. Also die Jungs waren heiß und waren willig. Ja, total. Na gut, wer heute nicht Gras gefressen hätte oder hatte, es ist klar, wer auf die Tabelle schaut, gestern gewinnt Eldersdorf, erhöht den Druck nochmal von hinten, der wäre auch fehl am Platze. Aber gut, dass die Jungs eine gute Moral, eine gute Einstellung haben, ich denke, das wissen wir. Sie waren müde, haben ihre Körner nochmal alle zusammengesammelt während der Trainingseinheiten schon unter der Woche. Und jetzt heute das auch so super aufs Feld zu bringen, das ist wirklich gut. Und es ist eine Entwicklungssache und es freut mich sehr. Und wir haben aber selbst in unserem taktischen Spiel, auch bei Einzelspielen, noch Entwicklungspotenzial. Nicolas Wirsching zum Beispiel heute auch ein tolles Spiel gemacht, schöne Situation vorbereitet, und der Junge ist gerade mal 20 geworden, und wenn er dann einmal noch mehr Selbstvertrauen, noch mehr Rhythmus bekommt und sich lenken lässt auch von einem Joe Mensah und das annimmt im Spiel, da haben wir schon noch einige Jungs dabei, wo wir echt Freude haben können. Den Nicolas Wirsching hast du gerade schon angesprochen. Für mich persönlich noch ein anderer Spieler heute mit einer sehr, sehr guten Leistung. Gerade was das Offensivspiel anbetrifft. Karl Murphy hat sich endlich mal wieder ins Offensivspiel mit eingeschaltet. Hat natürlich auch dann das 1-0 super vorbereitet. So wünscht man sich das häufiger von ihm, oder? Ja, das war mir auch bewusst. Haben auch die Woche trainiert, dass wenn wir uns für eine Seite entscheiden, die beiden offensiven Außen mit Frank Wirsching oder Ricardo Borba, sich möglichst weit an der Außenlinie anbieten zu können, um da die Räume zu bekommen. Und dann der jeweilige Außenverteidiger richtig hinterläuft, damit der Offensivspieler eben auch die Option hat, ihn mitzunehmen. Und gut, dass der Schotte natürlich auch gerne offensiv sein Defensivspiel interpretiert, das ist klar. Aber heute waren wir auch stabil nach hinten gestanden und beide Außenverteidiger, gut, Jens Trunk nicht ganz so aktiv, aber Karl Murphy, gerade die Vorbereitung zum 1-0, das war natürlich schon ein klasse Spiel, muss man erst mal sehen. Und dann den Christopher Bieber eben den Ball so aufzulegen, das war schon sehr schön. Die ersten 10 Minuten haben wir sehr zurückhaltend gespielt. War es Respekt oder Matchplan? Matchplan, ganz klar, wir wollten den Gegner kommen lassen. Es war eine technisch versierte Mannschaft, die auch versucht, alles auszuspielen und relativ kleine Spieler in ihren Reihen hat, vorne mit den beiden Spitzen, also waren keine so großen Türme. Und da wollten wir uns tief stellen und da aggressiv die Pass- und die Laufwege zustellen. Ist uns auch gelungen, erste Halbzeit oder die ersten 20 Minuten waren wir fast ein bisschen zu passiv. Sind wir freiwillig ein bisschen zurückgewichen, gerade mit der offensiven Mittelfeldkette. Aber ab Minute 20, 21 waren wir natürlich dann präsent, haben auch hoch dann an der Mittellinie schon die Zweikämpfe gewonnen, angenommen und dann schnell nach vorne gespielt. Und dementsprechend war das schon so geplant. Dieter, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Erfolg gegen Seligenporten. Dankeschön. An Tagen wie Radio for you.